Winterschlaf und Winterruhe. Stellst du dir auch die Frage, wie Tiere den Winter überleben können? Im Winter gibt es nämlich nicht genügend Futter für die Tiere. Deswegen gibt es in der Tierwelt verschiedene Überwinterungsstrategien. Tiere wie der Igel, der Siebenschläfer und die Fledermaus halten einen Winterschlaf, da sie im Winter nicht genügend Nahrung finden. Sie ziehen sich, wenn es kälter wird, in ihr Winterquartier zurück und fallen in einen Tiefschlaf. Das bedeutet, dass diese Tiere in dieser Zeit keine Nahrung zu sich nehmen, ihre Körpertemperatur herabsenken und den Stoffwechsel sowie alle Körperfunktionen herunterfahren. Im Schlaf verbrauchen die Tiere ihre vorher angefressenen Fettreserven. Um Energie zu sparen, atmet der Igel anstatt 40 bis 50 Mal nur noch ein bis zweimal pro Minute und das Herz schlägt statt 200 nur noch 5 Mal pro Minute. Die Körpertemperatur sinkt von 36 Grad auf nur 5 Grad runter. Meist wachen die Tiere kurz auf, um ihre Schlafposition zu ändern. Wachen die Tiere zu oft aus dem Winterschlaf auf oder werden gestört, kann das tödlich für die Tiere sein, da es ihnen viel Energie kostet. Eine Winterruhe hält der Dachs und das Eichhörnchen. Auch diese Tiere senken ihre Körpertemperatur und verlangsamen den Stoffwechsel und alle Körperfunktionen, aber nicht so stark wie die Winterschläfer. Die Tiere, die eine Winterruhe halten, werden immer mal wieder wach und suchen nach Nahrung. Im Herbst sammelt das Eichhörnchen Nüsse und Samen und versteckt diese unter der Erde, um sich Vorräte für den Winter anzulegen. In der Winterruhe wird das Eichhörnchen täglich für 1 bis 2 Stunden wach und sucht die Vorräte auf, um seinen Energiebedarf aufzufüllen. Nun kennst du den Unterschied zwischen Winterschlaf und Winterruhe.